Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es die Thunder Airbomb von Pyromax. Ich bin immer noch im Manuellen, das hatten wir schon mal in einem Video. So, jetzt wieder. Von Feuerwerkshop. Jedes Rohr hat hier 7 Gramm, könnt ihr hier unten gut lesen. Und das sind richtig geile Titanium-Salut-Rohre. Auch wirklich mit T-Salut, also wie es hier draufsteht. Die hatten wir letztes Jahr schon, allerdings hatten die, glaube ich, da nicht so richtig eine Zulassung, meine ich. Doch, CE und F2 hatten die schon. Egal, jetzt gibt es sie auf jeden Fall richtig in Deutschland. Und ich würde mal sagen, ich hole mal einen raus hier. So sieht dann einer aus. Vom Design her eigentlich gar nicht mal so hässlich. Klingt jetzt ein bisschen böse, aber von der Airbomb. Könnt ihr es nochmal sehen mit 7 Gramm. Und jetzt würde ich sagen, gibt es eine kleine fette Compilation von den Dingern. Viel Spaß und let's krach. Jetzt zu den Tests der Thunder Airbomb von Pyromax. Ja, ihr kennt sie ja, hatten wir ja schon letztes Jahr. Hoffen wir mal, dass sie genauso geil werden hier. Baum, der könnte gegen Baum fliegen. Aber ja, der könnte wieder. Das Risiko gehen wir erstmal ein. Vorsicht, der könnte eventuell gegen den Baum fliegen. Ja, ja, tut auch. Oh! Was, als ob die immer noch so laut die sind? Halt richtig gut, die Teile. Alter! Noch eine Thunder Airbomb? Machen wir noch. Also schlechter geworden sind die auf keinen Fall. Jetzt nach 3 Thunder Airbomb auf Schlag. Warte. Ja. Schick. Deftig die Teile. Richtig geil. Silvestermann. A la Filet. Jetzt noch hier ein paar von der Airbomb in der Nacht. Silvester, jawoll. Hilfst du gleich mit? Alle? Ja. Also Kaufempfehlung, Leute, für die Teile. Die sind so geil, Mann.